guten Morgen und herzlich willkommen zu meiner heutigen Wandertour und zu diesem kleinen Video. Heute geht es auf die Auerspitz und später noch an den Säuensee, um sich etwas abzukühlen an diesem heißen Sommertag. Sicherlich eine coole Sache. Schauen wir mal, das Ganze ist eine mittelschwere Wanderung, so ungefähr 1000 Höhenmeter, ist mit 5 Stunden angegeben. Schauen wir mal, wie es wird. Ich wünsche dir viel Spaß in diesem Video. Anstieg ist geschafft, ja, knapp etwas über 900 Höhenmeter. Ja, ich sitze jetzt hier knapp unter dem Gipfel, weil oben waren mir eindeutig zu viele Leute und ist ein netter Anstieg. Ja, im Hochsommer kann ich nur den Tipp geben, also so wie heute, dass ihr recht früh losgeht, weil es liegt schon die ganze Zeit in der Sonne und an so einem traumhaften Tag, da kann es schon mal richtig heiß werden, wenn es dir die ganze Zeit die Sonne da dir ins Gesicht und auf den Kopf prallt. Also insofern immer schön Mütze auf dem Kopf haben. Und ansonsten, der Vorteil daran ist, es ist eine traumhafte Aussicht. Also ihr seht es hier schon. Traumhafte Sicht überall. Ja, ihr habt die Rotwand gesehen, ihr habt den Wendelstein gesehen und da unten ist jetzt irgendwo der See und da gehe ich als nächstes hin. Hier nun also der Säuensee. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, in so traumhafte Kulisse baden zu gehen? Und das Ganze habe ich ausprobiert und ich kann euch sagen, erfrischend, um nicht zu sagen. Ziemlich kalt, aber ja, was erwartet man bei einem Bergsee auf 1400 Meter? Hat richtig Spaß gemacht, war eine richtige Erfrischung. Ja, und wie gesagt, was für ein Panorama. Also der Weg runter, der zieht sich etwas auf einer, ihr seht es schon, langweiligen Forststraße entlang. Ja, aber das Ganze ziemlich sanft. Das lässt einen gut vorankommen, das ist der große Vorteil dran. Und ja, hier gibt es auch jetzt wieder Schatten. Und die Aussicht ist ja immer noch ziemlich beeindruckend, oder? Ach so, und eins noch. Ja, ich habe jetzt schon knapp über 13 Kilometer in den Beinen und ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich jetzt auf ein Weißbier und eine Brotzeit in der Alm freue. So, geschafft. Bin wieder unten und jetzt ein kleines Fazit. Also wenn du mal in der Nähe von Bayrichzell bist, dann muss es nicht immer der Wendelstein sein. Der ist zwar echt nett, aber ein bisschen auch überlaufen, gerade an so
Wochenenden wie diesen, wo richtig viel los ist in den Bergen, da lohnt sich eben die Auerspitz zum Beispiel sehr schon. Denn ja, leer ist es da oben auch nicht, aber doch deutlich ruhiger. Und die ganze Runde, die ist echt nett gewesen. Also gerade der Aufstieg am Morgen, so ein bisschen in der Sonne gelegen, wenn es noch nicht so heiß ist und du recht früh unterwegs bist, ist wunderschön, mit wunderschönen Aussichten und auch durchaus hier und da ein bisschen anspruchsvoller. Ja, oben gibt es die gewohnt super Aussicht und beim Abstieg als Highlight noch den See. Und der See, der ist richtig erfrischend und das, wo hat man das mal, so einen Bergsee? Also es gibt ja doch viele Bergtouren, wo es das nicht gibt. Und das gibt es hier und da entschädigt dann auch der etwas längere Weg nach unten, dieser Forstweg, der gefühlt irgendwie nie endet. Ja, irgendwann hat man es dann auch in die Alm geschafft, du hast es gesehen, ich habe mein Weißbier gekriegt und bin jetzt happy und glücklich unten. Vielleicht noch ein paar Hinweise, also die angegebenen 5 Stunden. Wenn du jetzt nicht so schnell unterwegs bist, wie ich zum Beispiel, und das Ganze etwas ruhiger angehst, dann ist das durchaus realistisch. Da sind halt nicht, die Pausen nicht unbedingt drin, also die solltest du vielleicht noch drauf rechnen. Also ein bisschen Kondition solltest du mitbringen. Es sind 1000 Höhenmeter grob nach oben und natürlich dementsprechend auch wieder nach unten und insgesamt etwa 17 Kilometer. Also es ist schon so einiges. Wie gesagt, etwas Kondition solltest du haben. Vielleicht nicht ideal für die erste Bergtour, aber so im Laufe der Saison wunderbar. Ja, und vielleicht noch als kleinen Geheimtipp, der eigentlich gar nicht so geheimnisvoll ist. Also wenn es dir so geht wie mir heute Morgen, der Parkplatz hier beim Einstieg, der ist echt nicht groß. Und ja, ich war so 8:30 da und der war schon voll. Aber da sollte man sich nicht ärgern und nicht irgendwie wild an der Straße rumparken, wie das so einige tun, sondern vielleicht 400 Meter weiter unten, die Straße unten, da Richtung Kufstein. Ist ein weiterer riesengroßer Parkplatz, der ist deutlich größer und da kann man wunderbar stehen und jetzt hier auch am Weg, nicht direkt an der Straße, so wie ich heute Morgen, sondern hier an dem Weg zurückgehen und ja, hat ein paar Meter mehr, aber letztendlich einen viel besseren Parkplatz und steht nicht irgendwie blöd an der Straße rum. Also, Auerspitz kann ich euch nur empfehlen und ja, wenn ihr mal in der Nähe von Bayrichzell seid, dann schaut hier vorbei und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Abo da und gebt mir ein Like und lasst mal einen Kommentar da, ob du vielleicht öfters solche Bergtour-Videos von mir sehen willst. Bis dahin, ciao, dein Thorsten.